ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute die Review zur Hatice Schmidt und Love Cosmetics Palette, Wimpern, Lashes und alles mögliche und Bronzer für euch. Und zwar habe ich diesen Look für euch geschminkt. Ich bin so obsessed davon. Love Cosmetics und Hatice Schmidt haben vor etwa 1,5 Wochen, ich glaube, sämtliche Rekorde der Beauty-Welt in Deutschland geknackt. Und zwar hat Hatice Schmidt mit in Kooperation mit Love Cosmetics eine große Kollektion rausgebracht mit 2 Paar Wimpern. Davon trage ich übrigens die Lashes in der Form Istanbul. Mega, mega schöne Lashes. Und dann haben sie noch eine super, super bulky, geile Palette rausgebracht, die sehr, sehr geliebt von mir ist. Mit den verschiedenen, also mit einigen Cool Tones, mit schönen Pop of Colors. Dann sehr, sehr schöne und super, super krasse Schimmertöne. Und haben auch einen Bronzer rausgebracht, dieser hier. Und zwar in der Farbe Bronze die Wand an. Also das ist eine super, super coole Shade. Und dann habe ich von den 4 Liquid Lipsticks 3. Davon habe ich Hatice Shade auf den Lippen, die etwas dunkler rauskam. Und ich muss halt sagen, ich habe Hatice Schmidt persönlich getroffen. Ich habe auf der Glow eigentlich null damit gerechnet. Das war auch nirgendwo angesagt. Also ich habe das nicht gewusst. Also ich Depp. Ich bin mit meinem Freund damals hingefahren nach Berlin, extra unpraktisch. Ich habe gehofft, dass es diese zum Verkauf gibt. Ich bin relativ früh direkt zum Love-Stand gegangen, nachdem ich auf dem Red Carpet auf Hattie und auf die anderen gewartet habe, auf dem Pink Carpet, bei Pink, auf der Glow ist der Pink. Und bin dann direkt dorthin gewatschelt und habe dann direkt gesehen, oh wow, oh wow. Also die Frau sah so gut aus, sie hatte wirklich das Kleid von der Love Cosmetics Kampagne an. Sie sah wirklich mega, mega schön aus. Ich blende euch hier auch mal einige Bilder von diesem Treffen ein und auf dem Pink Carpet. Und ich fand sie mega, mega schön. Und ich hatte dann am Love-Stand das große, große Glück, wirklich also volle Regale voll mit den Paletten zu finden. Und ich zeige euch mal im Groben, was praktisch alle nicht, dass es jetzt das erste Video ist, was online geht. Aber das ist, wie gesagt, die Hatice Schmidt Palette. Ich habe davon 3 Stück. Eine wird davon gerade auf meiner 1000 Abonnenten Verlosung verlost. Geht doch bitte auf das i und geht dort bitte auf das Video, wenn ihr Interesse habt, diese Palette zu gewinnen. Sie ist es 1000-mal wert, Leute. Ich habe die an verschiedenen Locations gefunden. Also es war jetzt nicht eine Location, die ich gefunden habe, sondern mehrere, wo mir wirklich wahnsinnig gut gefallen haben. Ich habe jetzt wirklich diesen Look komplett aus diesen gezaubert. Ich habe sogar mit ein bisschen Glitter Primer diesen Dollar Shade, welche ich ja schon ziemlich heftig finde. Also die hat wirklich so krasse Farben da drin, das muss man mal echt sagen. Also die Pigmentierung ist wirklich, oh wow. Also ihr habt wirklich eine High-End-Palette für gnadenlos wenig 20 Euro. Ihr habt die Palette, die kostet 19,99 €. Dann gab es noch in der Kollektion 2 Lashes. Davon trage ich, wie gesagt, die Istanbul. Sie kommen in so einer Faltbox. Mega, mega schön. Und den Hattie Bronzer. Mir gefällt auch das Packaging unfassbar gut. Also es ist wirklich ein ganz toller Bronzer. Der sogar mittleren Tönen, ich denke mal, sehr viel dunkler wie ich, sollten die Menschen nett sein, die praktisch diesen Bronzer tragen. Und die Liquid Lipsticks, davon trage ich, wie gesagt, Hatice Shade. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Look entstanden ist und was ich letztendlich von den ganzen Produkten denke, was ihr euch natürlich denken könnt, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tutorial. Wir starten wie immer mit einem Bare Face Without Make-up. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein Gesicht bzw. meine Augenpartien mit dem Revolution Eye Elements Core Primer. Das ist praktisch sowas wie der MAC Paint Pot. Das funktioniert unheimlich gut. Ich habe hier die beiden Lashes, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, die Istanbul sehen unfassbar gut aus. Ich zeige sie euch mal im Close-Up. Das sind die Lashes Istanbul. Das sind so richtig geile. Ich finde, dass die einfach sowas von hochwertig aussehen. Die sind wirklich so, ja, Lily Lashes. Ich habe auch Lily Lashes, die Mykonos, und die sind richtig hart. Und das sind die Berlin. Berlin finde ich halt sehr lang und wispy. Die anderen sind halt sehr voluminös. Und natürlich den Hatice Schmidt Bronzing Powder. Und seht ihr das? Ich habe für Jenny von Hatice, ich habe das unterschrieben lassen. Und den habe ich schon halb aufgebraucht. Der hat schon eine richtige coole. Diesen Bronzer benutze ich ja jeden Tag. Leider ist was Hatice langsam von verschwunden. Weshalb ich praktisch die andere Lidschattenpalette etwas weggepackt habe.
Ich habe in der Verlosung, die ich am Freitag gestartet habe, diese für meine 1000 Abonnenten praktisch Verlosung reingepackt. Bitte geht darüber und macht die ganzen Sachen, die ihr dafür tun müsst, um an diese Palette ranzukommen. Und wir starten jetzt mit dem Tutorial, indem ich einfach in die Farbe Bone reingehe. Nebenher erzähle ich euch ein bisschen, wie ich an die Paletten rangekommen bin. Ich habe auf der Glow praktisch komplett die ganze Kollektion komplett aufgekauft. und zwar habe ich, glaube ich, außer den ganz hellen Liquid Lipstick, dieser peachfarbene Nude-Tone, weil den kann ich halt einfach nicht verwenden, weil dafür bin ich einfach doch zu dunkel. Und als zweites gehen wir mal in die Farbe Moody. Ich werde auch komplett hier drüber rausmalen oder so, weil ich werde das später alles bereinigen. Ich habe die Palette schon einige Male getestet, um mal ein bisschen ein gutes Gefühl dazu bekommen. Ich bin so begeistert davon. Sie hat tolle Farbauswahl. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer einen kreativen Furz, wenn ich diese Palette sehe, weil ich die einfach wunderschön finde. Ich gehe jetzt mal mit der Farbe. Das Moody ist so ein richtig schönes, graustichiges Haselnussbraun, was ich teilweise richtig cool finde, einfach mal statt warme Töne einfach mal etwas kühlere Töne in die Crease zu packen. Der Look, egal welchen ich gezaubert habe, das Packaging ist auch Live Gold, ist auch wirklich mega schön. Ihr könnt wirklich ein bisschen schmutzig rausarbeiten, ihr könnt später mit einem Tuch praktisch das säubern, das ist überhaupt kein Problem. So, dann haben wir jetzt die Farbe Moody. Ich blende das auch ein bisschen weiter hoch, das ist, damit das praktisch schön in meinen Bogen passt. Dann gehe ich mit einer etwas feineren Blender Brush, das ist jetzt einer von Ebelin, gehe ich in die Farbe Scorpio. Und hauen wir das dann auch noch in die Crease rein. Ich habe jetzt auch ein bisschen neuere Lichter und ein neues Mikro und so. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Und ich mache mir jetzt praktisch die Farbe Scorpio in die Crease. Hattie hat in ihrem Video gesagt, dass sie jetzt kein Schwarz braucht, um es abzudunkeln. Sie findet das auch einfach zu hart und einfach nicht weich im Übergang. Das verstehe ich total. Und Schwarz habt ihr ja in jeder anderen Palette drin. Ich finde das mega, mega gut. Dann, um das ein bisschen doch noch aufzuwärmen, gehe ich in die Farbe Istanbul. Ist auch eines meiner Lieblingsfarben. Ist so ein wunderschönes, bräunliches Terrakotta. Wenn ihr das vergleicht, ihr kriegt sowohl Tiefe wie auch Wärme in euer Augen-Make-up. Und das ist schon sehr viel wert. Ich fahre, wie gesagt, ich setze immer einfach den Blendepinsel in meine Crease und gucke nach unten teilweise. Somit bekomme ich nochmal einen tieferen Blick und eine tiefere Crease-Arbeit in meine Crease rein. Und das wiederhole ich jetzt einfach mal so lange, bis ich zufrieden bin und komme dann zurück. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, doch dieses Make-up Artist Tape zu benutzen. Und zwar ist das tatsächlich von Primark. Das ist einfach so ein Tape, was ihr super easy, schaut mal, in der Mitte teilen könnt. Das könnt ihr verrupfen. Das klebt auch nicht so arg an der Haut. Da habt ihr echt sehr, sehr großen Vorteil dadurch. Ich gehe jetzt in die Farbe Gale und vertiefe mir hier meine Crease, weil ich hätte gern so einen richtig geilen Wing und dann so eine richtig geile Cranberry Eye. Und dadurch, dass ihr halt praktisch richtig in diese Außenform reingehen könnt, könnt ihr später das alles absäubern und euren Cut Crease in Ruhe ziehen, ohne groß Stress. Und was auch eine ganz tolle Hilfe ist, es ist auch eine ganz tolle Eyeliner-Führlinie, die wirklich unfassbar gut funktioniert. So. Wie gesagt, ein Schwarz gibt es nicht in der Palette, aber ich habe das ehrlich gesagt nie vermisst. Also ehrlich gesagt gar nicht. Man kann es ein bisschen absäubern. Und jetzt werde ich mir einen Cut Crease ziehen und dann komme ich sofort wieder und dann zeige ich euch, wie ich den Rest des Looks fertig gestalte. Wir haben jetzt mal die Crease gecuttet und wir gehen jetzt so Stück für Stück in so ein bisschen intensivere Farben. Ich fange jetzt mal an mit der Farbe Baby. Das ist ja praktisch der Kosenamen von Hatties Mann, aber wer nennt sein Baby nicht Baby? Die beiden sind auch echt zauberhaft, die sind so goldig, die arbeiten zusammen, sie leben zusammen und die machen das, glaube ich, echt verdammt gut. Und sie bezieht ihn auch komplett in ihre Videos mit ein, was ich total süß finde. Und man echt dankbar sein kann, dass er das auch so unterstützt, weil es ist ja schon ein Wow, wenn die Ehefrau sowas macht, das ist schon richtig cool. Also das ist so ein richtig schönes Ziel, also ein bisschen altgoldene Farbe, es ist nicht so ein
Wow Gold wie das Money. Das packe ich das Dollarzeichen. Ich sag jetzt mal Money, Money, Money. Sondern es ist so ein bisschen was Altgoldenes, ist aber richtig schön. Ich gehe grundsätzlich immer mit ein bisschen Fixierspray oder irgendeiner feuchten Sprayunterlage in meine Shadows, weil ich einfach denke, das hebt am besten. Und dann würde ich gerne ein bisschen mehr colorful gehen. Dann gehe ich in die Farbe Mavi. Das verbindet mich zum Beispiel unfassbar mit Hatice Schmidt. Ich habe selber 6 Katzen und ich liebe... ich liebe Katzen einfach über alles. Ich werde jetzt das Blau auf die Hälfte auftragen und dann die andere Hälfte mit dem Türkis mit rein verblenden, was ich mega schön finde. Dafür könnt ihr auch gerne dieselbe Brush benutzen, also das macht gar nichts, weil die eher aus derselben Farbfamilie liegen. Wie schön ist das bitte? Ich werde allerdings nochmal eine frische Brush nehmen, sie ansprühen und nochmal mit Mavi ganz, ganz krass ins Innending gehen. Ihr könnt auch wirklich richtig kräftig in die Farben reingehen. Klar, wenn ihr die so ein bisschen verblendet, dann verliert sich die Farbe ein bisschen, aber das ist komplett normal. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Da tragen wir einfach in Sektion dann das Mavi in der Mitte auf und arbeiten das in die Außenkante rein. Macht euch mal hierüber keine Sorgen, da werden wir noch eine Transition Shades finden, die wir halt miteinander verblenden können. Aber jetzt trage ich erstmal Mavi komplett über das ganze Augenlid auf. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich muss das nochmal ein bisschen Sektion machen, weil sonst dauert das Video 100 Millionen Years. Und das wollen wir natürlich nicht. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen crazy aus, aber vertraut dem Prozess. Das wird auf jeden Fall richtig cool aussehen. Ich habe jetzt einfach eine etwas spitzere Brush angefeuchtet und werde damit praktisch vorne diese türkisene Farbe nehmen, weil ich einfach mich jetzt mal dazu entschieden habe, dieses Türkis auszutesten. Diese Goldfarbe und alles, ja, das sind alles, oho, einfach Wow-Farben, ja, die definitiv, ich kann sowieso nicht verstehen. Love, wo seid ihr mit dieser Palette geblieben? Also ich habe einige Love-Paletten, leider Gottes habe ich die Essence Brights und die ganze Rose Gold Collection oder was es da damals gab, gar nicht bekommen, aber, ich hoffe, dass diese von Love Cosmetics diese Review sehen, in der großen Hoffnung, dass sie einfach die Hattie-Sachen in das Standardsortiment nehmen und der Hattie auch dementsprechend was zurückgeben, weil ich sag euch ehrlich, die Palette, die performt sowas von heftig, das ist echt... ich verblende jetzt das Türkis, also dieses Hope, ja, Hoffnung, das hat sie auch in ihrem Reveal-Video gesagt, war ihr immer schon sehr wichtig. Die Hoffnung darauf, dass ihr Kanal halt läuft, dass ihr Kanal halt wächst, das hatte sie zwar, aber es war jetzt nicht so, dass sie jetzt damit gerechnet hat, dass es so einschlagen wird. Ich glaube, jeder, der YouTube macht, mir inbegriffen, der hofft natürlich, dass die Videos ankommen und dass man halt eine gewisse Menge an Menschen erreicht. Aber mehr zum Beispiel, ich habe ja einen Job und ich persönlich bin halt so die Einstellung, dass ich sage, ich freue mich, wenn Leute meine Videos angucken, aber natürlich Fame dadurch zu bekommen, ist in 90% der Fällen leider Gottes nicht. Gerade ist ja YouTube eh ein bisschen crazy. Ich gehe gerade auch noch ein bisschen in so eine dickere Brush rein, um es ein bisschen schöner zu verblenden. Ich mache jetzt praktisch schon in einer tappenden Emotion. Seht ihr das? Oh Gott, das sieht so heftig aus. Seht ihr das? Also ich muss sagen, ich habe einige Violet Voss Paletten und die performen bei weitem nicht so heftig, das kann ich euch sagen. Dieser Shade Hattie Shade, ja, das habe ich schon mal, also über so ein Braun drüber getragen. Ich kann euch das mal zeigen, wie krass das sich, also Transition zeigt. Seht mal, ich habe hier diese Farbe Scorpio, wenn ihr darüber Hattie Shade gebt, ja, dann gebt ihr dem Scorpio einen ganz anderen Shift und das ist richtig, richtig, richtig schön. Und ihr Lieben, ich säuber das jetzt ab. Also das heißt, ich werde das Tape abziehen, die Kanten hier noch ein bisschen versäubern und ein bisschen besser miteinander verblenden. Und dann sehen wir uns gleich und dann zeige ich euch, wie ich ein bisschen mit Glitterliner und einem fetten Eyeliner und den Lashes aussehe. Oh, wie ich Wimpern hasse, aber die muss ich sagen, ich liebe sie. Also, ich habe jetzt Folgendes an Arbeiten gemacht. Ich habe jetzt praktisch nochmal das Türkis und das Blau aufgetragen und dann habe ich mir mit einem Glitterprimer praktisch oberhalb dieses Looks habe ich mir praktisch diese Farbe Dollar praktisch ganz leicht aufgetupft
Und habe es dann irgendwann mal so intensiviert, dass es passt. Aber Leute, diese Wimpern, die fühlen sich so fucking expensive an. Und die sitzen unglaublich. Also ich bin gerade mega schockverliebt. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Gesicht. Das heißt, ich mache jetzt mal meine ganz normale Routine. Und da lasse ich euch aber jetzt dabei, weil ich möchte halt, also ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht, dass ich euch gezeigt habe, wie ich praktisch gerade mein Make-up auftrage. Ich benutze immer diesen Origins, die sind auch mega leicht, also man muss echt sagen, die sind, also das sind die Istanbul Lashes und ich trage jetzt praktisch einfach nur einen Moisturizer auf und praktisch meine Fenty Beauty. Meine Augenbrauen, wie gesagt, brauche ich ja gar nicht großartig machen. Die sind ja praktisch permanent gestochen. Das heißt, da brauche ich nicht viel machen. Und wir fangen mal an, meine praktisch Foundation einzuarbeiten. Und ich nehme praktisch die Fenty Beauty Foundation. Das ist meine absolute Lieblingsfoundation in der 240. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen gestruggelt mit Kontaktlinsen reinmachen, weil das mache ich immer nach meinem Augen-Make-up, weil sonst geht es gar nicht. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem mit der Origins Feuchtigkeitscreme unterhalb einer matten Foundation. Das klappt bei mir unfassbar gut. Die Augenpartien spare ich mir ein bisschen aus, weil da arbeite ich später dann den Concealer mit so einer Brush ein. Und bin da relativ großzügig. Wir gehen heute eigentlich nur ins Kino. Die werden sich wundern, was ich hier so auftauche. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Ich finde sowieso Make-up, da könnt ihr echt eigentlich machen, was ihr wollt. Was ich bei der Hatice Schmidt Palette mega, mega gut finde, ist, dass ihr wirklich von mega neutralen Looks wirklich in total colorful Looks gehen könnt. Ich habe auch zum Beispiel in der Arbeit mal nur diese Farbe in der Crease getragen und damit einen blauen Liner gezogen. Das sah auch mega, mega gut aus. Ich finde allgemein die Palette performt. Also wenn ich es jetzt echt nicht besser wüsste, also wenn ich jetzt so ein bisschen so die Farben nehme, die auch in meiner Soft Glam Palette drin sind, muss ich ehrlich sagen, performen die sowas von identisch. Also mega, mega krasses Kompliment an Love Cosmetics und an Hatice Schmidt, weil einfach maßgeblich dafür gesorgt wurde, dass für 20 Euro eine ultimativ krasse Palette da ist. Wie gesagt, macht super, super gern bei einem Gewinnspiel mit. Teilnahmebedingungen stehen ja, wie gesagt, dabei. Da könnt ihr auch, falls ihr die Hatice-Palette jetzt nicht gewinnt, noch ein paar andere schöne Paletten von Make-up Revolution und so gewinnen. Ich habe dafür gesorgt, dass da eine echt tolle Auswahl an Paletten da ist, die ich selber auch extrem liebe und toll finde. Also die Fenty Beauty Foundation ist wirklich mit dem Moisturizer wirklich eine tolle Kombination. Und ich trage jetzt einen Concealer auf. Und zwar, jetzt überlege ich gerade, welchen trage ich denn jetzt am liebsten auf? Ich glaube, ich nehme diesen Define. Aber in einer anderen Farbe. Ich habe diverse Farben hier. Ich habe die C4, die C6 und was weiß ich. Ihr seht ja, das ist so vibrant und diese Wimpern. Oh, ich bin obsessed, echt. Und trage jetzt ein bisschen Concealer auf. So, ich bin schon wieder out of focus. So, ich trage jetzt mal den Concealer auf, den Concealer Define von Make-up Revolution. Ich liebe den. Ich trage den auch nicht gar so zu hell auf. Also ich habe jetzt hier die C4. Den trage ich mir jetzt praktisch wirklich bis an den Rand auf. Ich spare nie mit Concealer, weil ich den wirklich brauche, um auch vieles abzusäubern. Und ich habe den auch schon leer gemacht, Leute. Ich bin eines von diesen Schminktanten, die wirklich Concealer leer kriegt. Dann nehme ich diese Brush und arbeite mir das ganz vorsichtig an meinem Make-up-Look entlang. So habt ihr praktisch keinerlei Chancen, euch ins Make-up zu sauen, ja. Und den Rest könnt ihr dann ganz normal mit eurem Schwamm einarbeiten. Nur damit ihr halt einfach vorsichtiger damit umgeht, ja. Auf dem Nasenrücken geht es so. Dann geht ihr hier praktisch so weit lang, wie ihr denkt, dass ihr halt mit dem Schwamm da dran kommt. Und im inneren Augenwinkel und praktisch unter dem Auge bufft ihr das ganz, ganz vorsichtig mit der Brush ein. So, mega gut. Ich mache jetzt mal kurz meinen Bacon und mache mit euch meine Lower Lashes und den Rest des Gesichtes. Und dann sehen wir auch schon bald das fertige Ergebnis.
ich habe mein gesamtes Gesicht jetzt mit der Peach Perfect von Too Faced abgepudert. Ein sehr, sehr weichzeichnendes Puder, was mir so, so gut gefällt. Also es ist wirklich weich und ihr habt wirklich immer schöne Augenregionen dadurch. Und ich habe jetzt mal angefangen, mit der Farbe Moody in meine untere Augenregion zu gehen. Also das sieht erstmal ein bisschen aus, als wenn ihr einen aufs Gesicht gekriegt habt. Aber das wird auf jeden Fall alles sich wieder zeigen, wenn ihr praktisch so nach und nach alles einarbeitet. Dann gehe ich in die Farbe Mavi. Auch das könnt ihr auch mit demselben Pinsel machen, da bin ich auch nicht so verschrocken. Geht ein bisschen in die Farbe Mavi und fangt dann an, praktisch das Blau praktisch mit unten reinzublenden. Ich mag das, wenn es ein bisschen üppiger ist. Und ich mache das persönlich jetzt nicht zu engmaschig an meinem unteren Augenlid, weil ich finde, dass das halt einfach nicht gut aussieht, wenn ihr oben so Bababoom habt und untenrum gar nichts. So, in das innere Teil des Auges möchte ich gerne mit der Farbe Hope arbeiten. Das heißt, ich gehe einfach statt einem Inner Corner, gehe ich jetzt einfach in ein Türkis und ich finde, das macht da mal was ganz anderes aus eurem Look und arbeite das auch ein bisschen mit hier in die Lashline mit rein. Also packe ich hier in den Anfang, gebe ich noch ein bisschen Hope rein und somit wäre unser Inner Corner auch schon fertig. Ich finde, das hat mal total einen anderen Effekt, wenn es mal ein farbiges Inner Corner ist. Dann diffust ihr das noch ein bisschen nach oben. Das heißt, ihr gebt es noch ein bisschen ins obere Stück. Und ich gebe noch ein bisschen von Hattie's Shade in die Mitte. Dann gibt es noch mal so ein Purple Shift. Seht ihr das? Und das gefällt mir jetzt so am besten. Es ist halt immer anzuraten, dass wenn ihr praktisch unter dem Auge nicht 100% sicher seid, wie viel Produkt ihr praktisch behalten könnt oder wie viel Produkt sich da unten vielleicht runterfällt, dass ihr das behaltet und dann lieber anschließend wegwischt. Das Peaches and Perfect kann ich euch ja total empfehlen, weil es trotzdem, es ist nicht austrocknen und ihr seht praktisch immer sehr fresh aus. Dann gehe ich meist noch mit einer produktlosen Pinsel praktisch über meine Lower Lash Line, um das doch mal ein bisschen zu smoken und noch ein bisschen zu verschmieren ineinander. Und somit habt ihr eure Augen schon fertig. Jetzt habe ich praktisch, die Wimpern, muss ich immer noch mal sagen, sind so federleicht im Gesicht. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr selten habe. Ich habe Primark Wimpern, Lily Lashes und so. Die haben halt wirklich, wirklich Gewicht. Also gerade die Lily Lashes sind wirklich wunderschön. Also das sind so Hochzeitslashes, sage ich immer. Die kauft ihr euch, wenn halt wirklich ein besonderer Look ansteht. Ich mache jetzt auch mal mein Handtuch hier raus. So, und jetzt gehe ich mal in den Bronzer. Der Bronze die Wand an ist wirklich eines der schönsten Bronzer, die ich je ausgetestet habe. Erinnert mich von der Struktur und der, so wie er sich halt anfühlt, sehr an den Bronzer von Physicians Formula, der Buddha Butter Bronzer. Ich habe halt also eine schöne, selber signierte Version davon und das, da bin ich so, so dankbar dafür. Hattie Schmidt war damals am Laufstand und da habe ich auch ganz tolle Bilder hier. Ich versuche, die euch einfliegen zu lassen. Und dann gehe ich praktisch mit so einer Marble Brush von BH Cosmetics einfach rein und zeichne jetzt erstmal so ganz grob meine Cheekbones, also praktisch meine Wangenknochen an. Was ich am Anfang echt gedacht habe, dass dieser Bronze die Wand dann einfach viel zu hell sein wird und zu aschig. Aber ich muss euch sagen, ich benutze den jetzt seit der Glow, also seit Ende diesen Monats fast 1,5 Wochen. Und der ist weder zu grau noch sonst was. Er ist wirklich perfekt. Also das ist eines der wenigen Bronzer, die wirklich versatile sind. Da habt ihr praktisch keine Vorgaben, für welchen Hauttyp das ist. Hattie ist ja wirklich sehr, sehr hell. Also ich hab sie ja live vorm Gesicht gehabt. Und die ist wirklich eine kleine Kalkleiste, aber mega, mega hübsch. Und sie hat so viel Herz und so ist so herzlich und süß. Ich habe sie mir ganz ehrlich ganz anders vorgestellt. Ich habe halt gedacht, dass sie halt so ein bisschen klein und so keck ist, aber die ist wirklich mega, mega dankbar für jeden Einzelnen von euch und für mich auch, der halt sein Geld ausgibt, ihre Produkte kauft, sie unterstützt, ihre Videos liked und das hätte ich am Anfang gar nicht von ihr gedacht, ehrlich gesagt, weil man kam halt irgendwie nie so nah an diese Person ran. Und dann gehe ich auch noch in diesen Bronzer rein und konturiere etwas seitlich meine Nase, weil ich habe so ein etwas, seht ihr das? Ich konturiere das ein bisschen, das könnt ihr super gut erkennen. Das ist eines der perfektesten
Konturtöne für Nase. Und auch jetzt, wenn ich habe jetzt praktisch eine sehr festgebundene Brush genommen. Das ist jetzt praktisch nur, um hier ordentlich Wumms reinzugeben. Und dann gehe ich in eine sehr lockere Brush. Das ist auch von BH Cosmetics. Ich liebe BH Cosmetics Brushes. Die sind nämlich mega weich und qualitativ unfassbar gut. Und gehe dann praktisch in mein komplettes Gesicht, hier am Hals entlang. Und somit ist die Jenny schon gebronzt. Also dieses Puder ist wirklich mega, mega schön. Ich habe halt immer Angst, das Zeug zu empfehlen, weil ich einfach denke, okay, wie viele Leute da draußen haben die gar nicht bekommen. Ich habe mir den tatsächlich dreimal geholt. Einmal habe ich für die Victoria den geholt und noch einmal so ein Backup für mich, weil ich hatte, wie gesagt, immer noch Glück, dass ich praktisch den nochmal gefunden habe. Dann gehe ich mit dem Konturierpinsel nochmal da rein und gehe nochmal in meine Lower Lash Line, weil ich habe das so neulich mal raus, dass ich das irgendwie schön finde, dass wenn praktisch unter dem Augenbrauenbogen sich noch ein bisschen diese seitliche Kontur praktisch widerspiegelt, weil ich irgendwie finde, dass es sauberer aussieht. Und es auch nochmal ein bisschen so, also für mich ist es so. Auf den Lippen trage ich jetzt gerade noch ein bisschen Make-up. Das mache ich mir jetzt einfach mit so irgendwelchen Make-up-Wipes weg. Und ich habe drei der vier Liquid Lipsticks hier. Und ich zeige euch mal per Swatch. Also was ich sagen muss, sie sind tatsächlich etwas trocken. Also, aber nicht trocken eklig, sondern einfach trocken trocken, weil die halt von der Textur her. Also das ist praktisch dieses, ich sag jetzt mal, gräuliche mauve-farbene Nude. Dann haben wir hier noch dieses extrem dunkle Purple, wo ich aber sagen muss, dass das sehr, sehr opaque auf den Lippen kommt. Also es sind sehr, sehr durchgängig und ganz, ganz toll von der Qualität. Den habe ich schon zweimal zur Arbeit getragen. Das ist praktisch Snitched. Das ist die Farbe Hattie's Shade. Und das ist die Farbe Berlin. Also ich finde die Farbe Snitched wirklich für mich am schönsten. Die passt aber jetzt, glaube ich, gerade zu dem Look gar nicht. Ich denke, dass ich auf den Nude zurückgehen werde. Und zwar ist das die Farbe Snitched. Dann haben wir hier die Farbe Berlin und Hattie's Shade. Ich werde Hattie's Shade jetzt auftragen. Dann werde ich meine Haare föhnen und komme dann im kompletten Look zu euch zurück und gebe euch meine Final Thoughts. So ihr Lieben, und das ist auch schon mein fertiger Look. Ich habe jetzt praktisch meine Haare nur ganz geglättet. Ich trage die momentan sowieso sehr sleek und sehr einfach. Aber dafür bin ich alles andere wie einfach an meinen Augen. Also kommen wir mal zu den Final Thoughts, die ich einfach zu diesen ganzen Produkten habe. Also, das Erste, was mir halt immer extrem auffällt, sind halt Lashes. Also erstens mal wollen wir mal über die Verpackung sprechen. Also diese Lashes bekommt ihr hoffentlich, wenn ihr sie noch bekommt, für 8,95 oder 8,99, ich glaube 8,95 war es bei uns. Super schöne Verpackung, Leute. Also für Drogerie ist das wirklich mega, mega schön. Also es ist wirklich so eine richtig tolle Clubbox, die ihr praktisch, ihr könnt praktisch die, wenn ihr runter macht, halt wieder schön sauber verpacken. Das ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll für einen. Natürlich die Lashes, das sind ja keine Einweg-Lashes. Die Lashes könnt ihr, wenn ihr sie wirklich gut behandelt, meinetwegen 30, 40 Mal anziehen. Abziehen. Ich habe immer den Kiss Fingers Kleber, den habe ich mal von der Alida empfohlen bekommen. Das ist dieser hier, den bekommt ihr für 2,95 im DM und damit habe ich wirklich die besten Ergebnisse eigentlich. Also ich komme damit wahnsinnig gut zurecht und da könnt ihr auch ganz toll das Klebeband abmachen und ich finde die Lashes wunderschön. Also ich finde halt für mein Auge, auch Alida zum Beispiel hatte mir ein Bild geschickt, die Berlin sind halt etwas, wenn ihr halt sehr, sehr, ich finde, sehr natürliche Tage habt, zum Beispiel nur diesen Nude Lipstick und ein ganz einfaches Make-up habt, dann habt ihr praktisch die Möglichkeit, wirklich so ganz einfach das aufzupimpen, indem ihr diese wunderschönen Lashes tragt. Die sind richtig schön. Aber von meiner Präferenz her finde ich die Istanbul unfassbar schön. Istanbul, türkische Frauen sind einfach auch sehr, sehr bekannt dafür. Wunderschöne, auffällige. Also da ist ja jede Brautjungfer bunter wie jede Braut hier in Deutschland. Das ist einfach so. Ich persönlich würde jetzt auch eher diesen Brautlook im türkischen Look praktisch oder im orientalischen Make-up-Style einfach bevorzugen, weil ich einfach dieses Snatch, dieses unfassbar auffällige und extrem verwandelbare, was man einfach dann auch schminkt. Da gibt es halt an dem Tag keine Natürlichkeit. Da wird halt volle Lotte drauf geknallt, dass praktisch wirklich jede Frau perfekt aussieht, egal wie sie im Alltag aussieht. Und das sind praktisch die Lashes zum Auftragen. Leute, ich bin wirklich ein übelster Idiot, was Lashes angeht. Also ich kann überhaupt nicht so gut Lashes kleben. Also für den Glow-Look
den ich gezaubert habe, den seht ihr jetzt hier, habe ich locker eine Stunde nur geschminkt. Das heißt, also meine Foundation aufgetragen und diesen Look da geschminkt. Aber ich habe fast 20 Minuten alleine gebraucht, um diese dämlichen Lashes aufzukleben. Das waren noch keine billigen Lashes, das waren die von Nikia Joy Cosmetics. Die habe ich extra aus Australien kommen lassen, damit ich die an dem Tag einfach habe. Und das hat irgendwie so lange gedauert. Diese Lashes konnte ich ankleben und dann habe ich sie gefächert ein bisschen und habe sie einfach drauf gedrückt, die Enden festgedrückt, fertig. Das ist für mich, oh wow, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Backup-Lashes. Also ich habe insgesamt, ich habe 3 von Istanbul und 3 von Berlin, aber in den verschiedensten DM mir zusammengekauft, weil ich hatte mal wirklich Glück, ich war an dem Tag selber unterwegs und habe mir bei jedem, also ich muss sagen, die Lashes, das ist der Hammer. Dann kommen wir zum Bronzer. Also der Bronzer und die Lidschattenpalette sind für mich der Shit. Und zwar, dieser Bronzer ist wirklich so versatile, also ich habe schon richtig eine coole da reingegraben. Ich habe, wie gesagt, den Seiter Glow benutze ich den und ich wollte wirklich euch keine First Impression, weil das ist ja hier kein First Impression, sondern einfach eine Review und ein Make-up-Tutorial zu der Palette. Ich finde, also erstens mal, ich kann es kaum glauben, dass Hatice Schmidt mich umarmt hatte und diesen da wirklich unterschrieben hatte, da bin ich so, so dankbar für. Ich glaube, sie sieht sich gar nicht so als Wow-Wow-YouTube-Star, sondern sie sieht sich einfach wirklich in ihrer Position sehr, sehr privilegiert und das ist einfach so, so schön zu sehen. Also sie hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Daumen nach oben dafür verdient, dass sie sich auch so viel Zeit genommen hatte für einen Laufstand, wirklich nochmal 1,5, 2 Stunden. Also ich war ich glaube, die hatte nur von 12 bis 2 und die stand um 3:30 immer noch da, hat unterschrieben, Fotos gemacht, was ich mega, mega schön sind. Die hat null Allüren, die war wunderschön. Sie hatte ihr Kleid vom Love Cosmetics Shooting an und auch so ein richtig Editorial Make-up, so blau, ich glaube mit einem Goldliner oder war es andersrum. Auf jeden Fall mega, mega schön. Und dieser Bronzer ist wirklich toll. Also ich bin wirklich mittlerer Hautton, Leute, und ihr seht die Kontur, ihr seht den Bronze. Das ist wirklich ein mega, mega schönes Produkt. Und jetzt kommen wir mal zum Herzstück überhaupt der ganzen Kollektion. Und zwar die Hatice Schmidt Kollektion Palette mit Love Cosmetics. Ich finde sie qualitativ so gut. Oh mein Gott, die ist wirklich so gut. Leute, also alle, die meinem Kanal schon länger folgen, die wissen, ich habe sehr, sehr viel High-End und auch sehr, sehr viel. Ich habe zum Beispiel ganz arg viel Dose of Colors. Ich habe mir jetzt ganz viele neue Dose of Colors Paletten bestellt. Ich habe Colourpop. Und ich muss sagen, wenn ich die von dem Auftrag her, der Farben, die etwas wärmer sind und diese 2 gräulichen Töne, würde ich sie mit der, würde ich sie mit meiner Soft Glam Palette vergleichen. Die Schimmertöne sind out of this world. Ich finde die unfassbar krass. Auch vom Swatcher, Leute. Also, wo findet ihr das nicht für 50 Euro, sondern ihr kriegt die für 19,99 Euro. Leute, ich bete für euch, dass ihr die wirklich noch Möglichkeit habt, die irgendwo zu bekommen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Instagram mir folgt. Da tue ich auch immer so schnell es geht, wenn ich irgendwelche Informationen habe, sie posten auf der Seite und teile auch rum. Ich habe sehr, sehr viele Mädels, total ärgerlich. Also da muss ich mal eine Story mitteilen. Die haben bei parfumdreams.de bestellt und die von parfumdreams haben sich total verkalkuliert. Da sind mehr Bestellungen angenommen worden, wie Paletten da waren und die ganzen Bestellungen wurden storniert. Das fand ich dann halt auch eine ziemliche Schweinerei, muss ich euch sagen, weil die Mädels haben sich so drauf gefreut. Geht bitte rüber auf den Verlosungslink und praktisch folgt dort den Instruction, wie ihr praktisch an meine Palette rankommen könnt. Das ist jetzt meine, die ich im Alltag benutze. Ich habe noch eine unterschriebene, die ist noch gar nicht angetastet. Die bleibt in meiner Sammlung. Das heißt, ich habe 2 und ich habe nochmal eine komplett nagelneue für euch. Und zwar, die ist noch komplett eingepackt. Ich habe die gekauft, weil ich noch eine einzige gefunden habe. Und bitte, bitte geht, um diese zu gewinnen, auf diese Verlosungs auf den Verlosungslink. Das ist ein Video, was vor diesem hier online gekommen ist. Ich kann halt nur sagen, oh wow, Hatti, du hast uns alle mega glücklich gemacht und vielen, vielen Dank für die mega Qualität, die du uns geliefert hast. Ich fühle mich auch sehr wohl und ich bin am meisten begeistert von den Lashes. Und nochmal an Love Cosmetics. Können wir bitte diese Kollektion in unsere Regale permanent reingeräumt bekommen? Vor allen Dingen Lashes und Bronzer, mega, mega geil. Und bitte, ich sag euch ehrlich, Hatice Schmidt hat für 19,99 uns ein echtes Weihnachtsgeschenk gemacht. Diese Palette hätte ich locker für 40 Euro bezahlt, also locker fürs Doppelte gekauft. Und auch in doppelter Ausführung, das wäre mir vollkommen wurscht gewesen, weil die Palette ist wirklich sowas von heftig. Ich habe
von Love Cosmetics und Hatice Schmidt eigentlich nichts anderes erwartet. Ich habe noch andere Love Cosmetics Produkte, die ich wirklich mega, mega heftig fand. Und ich hoffe, diese Review hat euch gefallen und lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich werde auch einige Instagram-Bilder von diesem Look posten. Da könnt ihr praktisch nochmal im Close-Up sehen, wie das aussieht. Ich bin mega zufrieden. Ach so, bevor ich es vergesse. Die Liquid Lipsticks, die habe ich total vergessen. Also ich habe, wie gesagt, den ganz hellen Peach-Nude-farbenen Ton nicht. Ich habe jetzt praktisch dort drauf auf den Lippen Hatties Shade. Und ich muss sagen, wenn ihr das so seht, er sieht etwas dunkler auf den Lippen aus wie in der Tube. Ich muss aber sagen, das ist eine geile Winter-Herbst-Farbe. Hattie ist ja eher so wow auf den Augen, bisschen Slowdown auf den Lippen. Ich finde diese Farben auch heftig. Ich habe diesen auch schon zur Arbeit getragen. Sie sind sehr, sehr trocken. Was man aber sagen muss, sie sind sehr dünn von der Formulierung. Das bedeutet einfach, dass ihr halt wirklich eine gute Möglichkeit habt, den aufzutragen, und der ist sehr opaque, das heißt, ihr habt praktisch nicht so viele Streifen in den Lippen oder so. Den Lidern finde ich auch mega cool, der kommt nahezu schwarz raus, den habe ich an Halloween getragen, auch teils als Test. Ich finde, wie gesagt, die Liquid Lipsticks sehr, sehr gut, sie sind halt sehr trocken, ihr müsst halt wirklich, wenn ihr den getragen habt, davor ordentlich eure Lippen peelen und dies in Scrub auftragen, somit habt ihr einfach eine beste Base, um praktisch einen Liquid Lipstick aufzutragen. Zur Not tragt noch einen Lipbalm drunter. Das ist, denke ich mal, das Einfachste. Und wie gesagt, ich bin obsessed. Wie gesagt, meine Lieblingsitems persönlich sind wirklich die Lashes und eigentlich alles. Also, ich kann nichts sagen. Also, wie gesagt, wenn ich irgendwas in zehnfacher Ausführung haben wollte, sind es diese hier. Die selber, den habe ich hier dreimal und den habe ich jetzt zweimal. Ich habe die Sachen nur für mich gekauft und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie jemand das kaufen kann zum Verkaufen. Ich habe tatsächlich die Hatice Schmidt Palette einmal aus Zufall gefunden, einmal auf der Glow gefunden und einmal so bestellt. Und war eigentlich sehr dankbar, dass ich das gefunden habe. Kein Mensch braucht zwei Paletten, nur ich benutze die da und die andere ist unterschrieben. Und ich möchte nicht, dass die Unterschrift von ihr verschwindet. Deswegen, auf jeden Fall, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, denn das hat jetzt Stunden gedauert. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und es wird jetzt auch wieder regelmäßiger Videos geben, denn unser Bett ist da, unser Hintergrund ist alles, ist endlich aufgebaut und sortiert. Und wir können auf jeden Fall in unsere neue YouTube-Welt starten. Und wir hoffen mal, dass wir dieses Jahr noch die 1500 Abonnenten knacken. Also erzählt euren Freunden, eurer Familie, euren Tanten und eurer Oma von mir. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.